oder wir haben gegrillt, bla. Und das Gleiche war ich wir waren im Beginn in unserem ersten schönen gemieteten, für uns schön gemieteten Haus, natürlich Freundschaften und Geselligkeit zu zelebrieren. Und mit was tut man das? Natürlich mit einem Wein und mit Essen. Und das wollten wir tun. Nur kam dann diese Sache mit den Parasiten unter der Haut dazwischen. Und der Heiko hatte nichts Besseres zu tun, als sich um das Essen zu kümmern. Er war dann der Gastgeber und hat das genossen, im Mittelpunkt zu stehen. Und kein Schwanz hat sich für mich interessiert, außer Julia. Und alle haben nur die Nase gerümpft. Und warum? Weil Heiko dafür gesorgt hat. Weil Heiko mich in dem Moment dort platziert hat, als durchgeknallt auf Drogen. Was nicht stimmt, es ist eine Lüge. Und aus dem Grund verstehe ich zum Beispiel nicht, warum mir Julian diese E-Mail schreibt, dass Heiko mein Freund sei. Das kann er nicht sein. Weil er 10 Jahre lang habe ich ihn versucht zu erreichen, als er nach Deutschland zurückgegangen ist. Wie oft habe ich ihn angerufen, als Julia noch da war? Wie oft hat Julia um Hilfe gebeten von Heiko? Wir wissen heute, dass Heiko es war, der die erste Website lahmgelegt hat. Wir wissen heute, dass es nur Heiko gewesen sein kann, der das alles gegen mich verwendet hat. Oder irgendjemand lässt es danach aussehen. In jedem Falle hat der Heiko, mit dem ich telefoniert habe, wovon ich aber auch ausgehe, dass es nicht Heiko war, am Telefon. Denn wenn ich ihn gehört habe, ich muss jetzt gleich auflegen, ich kriege gleich keine Luft mehr, das ist so übel. Das kann sich keiner vorstellen. Und das ist jedes Mal, wenn ich wichtige Sachen, entweder das Video wird gelöscht oder die Aufnahme oder mir geht es plötzlich hundsmiserabel, meine Zunge schwillt an, ich kann kaum noch reden. Ich muss jetzt Schluss machen, es nützt nicht. Ich mache jetzt sofort Schluss, sorry. Ich melde mich dann nochmal irgendwie, irgendwann, ja.